Wir kommen jetzt zu Tagesordnungspunkt 82, Antrag auf eine Aktuelle Stunde der Fraktion der SPD. Keine grenzenlose Videoüberwachung in Hessen durch Innenminister Beuth, Drucksache 209187. Und als erstes hat der Abgeordnete Rudolph das Wort. Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Welche Befugnisse sollen Sicherheitsbehörden bekommen? Das ist eine Diskussion, die immer wieder geführt wird am Verlauf der letzten Jahre. Es kommen auch auf die Sicherheitsbehörden neue Herausforderungen an. Und die Frage ist, wie bekommen wir die Balance zwischen Freiheit und Sicherheit an der Stelle geregelt? Und wir reden heute über das Hessische Gesetz über die öffentliche Sicherheit in Ordnung, was derzeit eine Videoüberwachung im öffentlichen Raum bisher nur dann erlaubt, wenn wenigstens tatsächliche Ansatzpunkte für ein polizeilich relevantes Verhalten vorliegen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Videoüberwachung ist die SPD seit vielen Jahren klar positioniert. Da, wo es tatsächliche Anhaltspunkte für eine Gefahrenlage gibt, halten wir es für richtig und notwendig, wenn dann auch Polizeikräfte in der Nähe verfügbar sind, die einschreiten können. Beides gehört zusammen. Und deswegen ist Videoüberwachung, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein Instrument im Rahmen auch der Gefahrenabwehr. Das, was der Innenminister mit dem vorgelegten Gesetzentwurf allerdings macht, mit freundlicher Unterstützung der CDU, das ist eher unstrittig, und dem wie üblichen Abnicken der Grünen im Bereich von sicherheitspolitischen Entscheidungen. Nach der Entwurfsfassung, hier fand im Landtag eine entsprechende Anhörung statt, sollen die öffentlich zugänglichen Bereiche von allen Flughäfen, Personenbahnhöfen, Sportstätten, Einkaufszentren und Packstationen im Lande stets überwachungsfähig sein. Im Einzelnen wäre dann keine Prüfung mehr erforderlich, ob an dem jeweiligen Ort eine Gefahr vorliegt oder tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass dort Straftaten drohen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist ein solcher Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, wie wir es nicht für möglich gehalten, dass man einen solchen Gesetzentwurf vorlegen kann. Und dass die Grünen diesen Gesetzentwurf ja mittragen, das ist in gar keiner Weise mehr nachvollziehbar. Wenn ich mir die ein oder andere Äußerung von Herrn von Notz in Berlin mal anhöre, da sehe ich schon gewisse Gegensätze in der Argumentationsschiene. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, da Sie ja der Opposition sowieso nicht glauben, das nehmen wir zur Kenntnis, lassen Sie mich mal ein paar Sachen zitieren aus der Anhörung. Professor Dr. Stefanie Grünewald, Hochschule Polizei Hamburg: Im Hinblick auf den massiven Grundrechtseingriff, der mit der Videoüberwachung einhergeht, ist diese Fiktionsregelung als verfassungsrechtlich äußerst problematisch anzusehen. Der hessische Datenschutzbeauftragte sieht die Verhältnismäßigkeit im Hinblick auf den Grundrechtseingriff nicht mehr gegeben und eine deutliche Verschlechterung der datenschutzrechtlichen Regelung. Professor Ogorek, das ist der, der auch die Klage gegen die OMS für die SPD und die FDP-Fraktion vertreten, ein renommierter Rechtswissenschaftler, sieht ebenfalls, dass die vorgesehene Fiktion in Artikel 14 Absatz 3 angesichts der vorstehenden Erwägung eindeutig als verfassungswidrig anzusehen ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Professor Beuerle, auch ein anerkannter Jurist in der Szene, sagt, stößt die inhaltliche Regelung auf Bedenken, da eben die Videoüberwachung eben pauschal eingeführt werden soll. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und Professor Goldhammer von der EBS sagt, die Regelungsstrategie ist nachvollziehbar, ruft aber gravierende verfassungsrechtliche Bedenken hervor. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Innenminister, Herr Minister, wie kommen Sie eigentlich dazu, einen solchen Gesetzentwurf dem Hessischen Landtag vorzulegen, der offensichtlich von Anfang an in elementaren Teilen verfassungswidrig ist? Wie kommen Sie eigentlich zu dieser Auffassung? Ich könnte es jetzt freundlich formulieren. Sie haben ja Erfahrung, dass man mit Recht und Gesetz nicht immer ganz genau in Hessen umgeht. Sie haben zwei Klagen anhängig, Polizeipräsident als Landeskriminalamt als politischer Beamter, die Klage gegen die OMS. Das sind ja auch alles Dinge, die durchaus juristisch hochinteressant sind. Und wir sehen durchaus Erfolgschancen, auch bei beiden Verfahren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben noch die Sicherheitsgesetze insgesamt. Sie müssen das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zur Bayerischen Verfassungsschutzgesetz noch umwenden. Was ist eigentlich los in Hessen? Wo wird die Balance von Ihnen gewahrt zwischen den Befugnissen für die Sicherheitsbehörden und den Freiheitsrechten der Bürgerinnen und Bürger? Die ist Ihnen vollständig verloren gegangen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich weiß natürlich, das wird in der Diskussion noch kommen,
dass auch Innenpolitiker, auch der SPD, weitergehende Befugnisse haben. Aber die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zur Vorratsdatenspeicherung hat es deutlich gemacht. Es gibt immer noch Möglichkeiten, etwa bei schweren Gewalttaten wie der Bekämpfung der Kinderpornografie, Möglichkeiten und den Zugriff auf Daten zu ermöglichen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dieser Gesetzentwurf gehört zurückgezogen. Dieser Gesetzentwurf hat nicht die nötige Balance zwischen Freiheit und Befugnissen für die Sicherheitsbehörden. Das ist ein ganz schlechter Gesetzentwurf, und die Anhörung war ein einziger Verriss. Ziehen Sie den Gesetzentwurf zurück. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordnete Rudolph. Für die Fraktion der Freien Demokraten hat jetzt Dr. H.C. Hahn das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Sozialdemokratie und insbesondere dem Kollegen Rudolph sei Dank, dass wir uns über den Gesetzentwurf der Landesregierung nicht nur unterhalten, wenn wir uns in der zweiten Lesung hier mit der Auswertung der Anhörung beschäftigen, sondern dass wir es jetzt schon einmal tun. Und zum Glück für mich und die Freien Demokraten, vielleicht ein bisschen zum Pech der Sozialdemokraten, ist jetzt auch noch in dieser Woche das Urteil des EuGH zur Vorratsdatenspeicherung. Vielen Dank. Noch gekommen. Ich will das alles unterstützen, lieber Kollege Rudolph, für die Freien Demokraten, was Sie gesagt haben im Zusammenhang mit dem Gesetzentwurf. Ich habe in mehreren Jahrzehnten Anwesenheit in diesem Parlament und in mehreren Jahrzehnten Anwesenheit im Innenausschuss noch nie erlebt, dass ein von der Landesregierung bzw. der sie tragenden Fraktionen vorgelegter Gesetzentwurf inhaltlich so zerrissen wurde, wie das bei dieser Anhörung passiert ist. Und ich muss auch noch den Witz dazu sagen, zu Recht, einfach zu Recht, weil er ist in meinen Augen verfassungswidrig. In meinem Redekonzept steht drin, dass er sehr stark verfassungsgefährdend sei. Meine sehr verehrten Damen und Herren, so geht es nicht. Man kann nicht eine Paketstation, und das ist für mich das schönste aller Beispiele, weil jeder von uns kennt Paketstationen. Also die Paketstation, zu der ich manchmal fahre, ist in einem Gebiet, wo es zwei Handelshäuser gibt. Ich will jetzt nicht die Namen nennen, weil Sie mich sonst vielleicht wieder der Werbung bezichtigen. Also eins hat den Sitz in Fulda und eins ist ein etwas größerer Discounter. Und genau daneben ist die Paketstation. Also wo ist da die Gefährdung? Wo ist da ein konkreter Anlass? Der ist nicht da. Der ist einfach nicht da. Und deshalb macht dieses Beispiel deutlich, wie undurchdacht oder aber wie hinterlistig der Gesetzentwurf von der Landesregierung formuliert worden ist. Wir wollen das nicht, sondern wir wollen, dass tatsächliche Anhaltspunkte Grundlage dafür sind, dass die Freiheitsrechte der Bürgerinnen und Bürger eingeschränkt werden. Und damit das klar ist, weil diese Platte höre ich ja jetzt schon seit 20 Jahren, die FDP sei sowohl gegen Videoüberwachung, sie sei auch gegen Datenspeicherung. Nein. Aber wir wollen jeweils eine Verhältnismäßigkeit gesichert haben. Wir wollen immer eine Abwägung haben zwischen der Sicherheit auf der einen Seite und der Freiheit auf der anderen Seite. Und die Paketstation, das ist einfach ein Witz des Tages, dass da eine Abwägung gar nicht vorgenommen werden konnte. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, für die Nichtjuristen im Raum, Sie müssen sich das so vorstellen. Bisher durfte ein Richter vor Vorarbeit der Polizei und der Staatsanwaltschaft abwägen, ob dort die Gefährdung vorhanden ist und ob man dort eine entsprechende Videoüberwachung durchführen kann, muss, soll, darf. So, das fällt weg. Der kann nicht mehr abwägen, weil das wird einfach als, wir Juristen nennen das im forensischen Bereich, als wahr unterstellt. Das ist einfach nach dem Gesetzeswortlaut eine Örtlichkeit, meine Packstation. Jeder sieht bestimmt jetzt seine Packstation vor sich und denkt sich, oha, das ist schon ein gefährlicher Raum. Und da kann er nicht mehr abgewogen werden, sondern es ist einfach so, und man muss sich daran halten. Das geht natürlich auf gar keinen Fall. Sie haben, Kollege Rudolph, schon vorgetragen, dass in der Anhörung fast alle Sachverständigen sich mit dieser Teilmenge
Es gab andere, die sind gelobt worden, ich will das hier ganz ausdrücklich sagen, aber mit dieser Teilmenge sehr, sehr kritisch auseinandergesetzt haben. Und ich zitiere noch einmal Professor Markus Ogorek, der nicht nur ein anerkannter Universitätsprofessor zu Köln ist, sondern, deshalb mache ich das so gerne, Werbeblock, Präsident der EBS im Rheingau gewesen ist bis vor einem Jahr. Ich zitiere ihn, auch hinsichtlich der Videoüberwachung ergeben sich verfassungsrechtliche Bedenken. Die pauschale, ohne jede Einzelfallprüfung auskommende Regelung der Videoüberwachung würde dem grundrechtlichen Schutz des Persönlichkeitsrechts in keiner Weise gerecht, laufe auf eine bedenkliche Entgrenzung der Gefahrenabwehr hinaus und sei verfassungsrechtlich nicht haltbar. Zitat von Markus Ogorek, Ende. Und jetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, will ich nur einen kurzen Schlenker in die Bundespolitik tun. Und ich hoffe, im Namen der Abwägung, der verhältnismäßigen Abwägung zwischen Sicherheit und Freiheit, dass sich die sich derzeit noch ein bisschen inhaltlich auseinandersetzenden Vertreter in der Bundesregierung, nämlich die Innenministerin und der Justizminister, auf das sogenannte Quick-Freeze-Verfahren einigen, das, meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt auch in der Sozialdemokratie immer mehr Fans findet. Heute hat ja die FAZ, Sie haben es bestimmt alle gelesen, sehr ausführlich darüber berichtet. Ich glaube, dass damit dem Rechtsstaat auf der einen Seite im Bereich der Sicherheit, Herr Abgeordneter Hahn, der Schlenker müsste zum Ende kommen, und auf der anderen Seite aber auch der Freiheit gerecht werden kann. Also ziehen Sie bitte, Herr Innenminister, Ihren Gesetzentwurf zurück, und das andere regeln wir in Berlin. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Hahn. Für die Fraktion der AfD hat jetzt der Abgeordnete Herrmann das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Abgeordneten! Keine grenzenlose Videoüberwachung in Hessen durch den Innenminister Beuth. So lautet der Titel der Aktuellen Stunde der SPD. Grenzenlose Videoüberwachung, das hört sich dramatisch an. Ist es auch so dramatisch oder übertreibt die SPD hier deutlich? Angesichts vergangener massiver Fehlentscheidungen liegt es mir fern, den CDU-Innenminister zu verteidigen. Aber diese Überschrift suggeriert, dass die hessische Landesregierung flächendeckend im ganzen Land Kameras installieren will, um eine lückenlose Überwachung der Bürger zu ermöglichen. Solche Absichten würden mich zwar angesichts des grünen Regierungspartners der CDU nicht überraschen, zeigen doch so manche Aussagen, insbesondere grüner Politiker, wie sie den Bürger bevormunden und gängeln wollen. Die Grünen haben sich nicht umsonst den Ruf der Vorschriften- und Verbotspartei erworben. Und auch aus der einst konservativen CDU ist eine grün-schillernde, dem linken Zeitgeist folgende Partei geworden. Dennoch spreche ich selbst dieser CDU noch nicht ab, dass sie die Videoüberwachung im Interesse der Sicherheit der Bürger verstärken will. Dass dazu auch Gesetze und Rechtsvorschriften anzupassen sind, ist selbstverständlich. Hier werden wir allerdings darauf achten, dass aus den notwendigen Anpassungen keine grenzenlosen Generalvollmachten werden. Betrachten wir die aktuelle Situation und die Fakten, wie sich die Videoüberwachung in Hessen darstellt. In Hessen gibt es 422 Gemeinden inklusive 191 Städten. Anfang 2022 gab es 26 Schutzzonen in 20 Städten mit 298 Kameras. Das HSOG erlaubt der Polizei, zur Abwehr einer Gefahr oder wenn tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass Straftaten drohen, öffentlich zugängliche Orte mittels Bildübertragung offen zu beobachten und aufzuzeichnen. Und das gilt auch zum Schutz besonders gefährdeter öffentlicher Einrichtungen oder Räumlichkeiten. Hierbei werden Fallstatistiken, Kriminalitätsanalysen und die besonderen örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt. Videoüberwachung findet also aufgrund von Straftaten und polizeilicher Erkenntnisse und nicht einfach an x-beliebigen Orten statt. Es wäre tatsächlich fahrlässig zu nennen, wenn die Erkenntnisse der Sicherheitsbehörden von der Regierung nicht berücksichtigt würden. Es ist die Aufgabe des Staates, den Bürger bestmöglich vor Straftaten zu schützen. Und mit der Videoüberwachung an Kriminalitätsschwerpunkten können Täter abgeschreckt und verdrängt und damit Straftaten verhindert und das Sicherheitsgefühl der Bürger gestärkt werden.
Erfahrungsgemäß wird die Videoüberwachung an gefahrenträchtigen Orten von der Mehrzahl der Bürger auch positiv wahrgenommen. Insofern ist das Vorhaben der Landesregierung, Orte wie Flughäfen, Bahnhöfe, Einkaufszentren grundsätzlich als Gefahrenpunkte einstufen zu wollen, verständlich, insbesondere wenn entsprechende Erkenntnisse der Sicherheitsbehörden vorliegen. Es sind alles Orte von relevanter Bedeutung mit hohem Personenaufkommen. Videoüberwachung allein ist aber kein Allheilmittel. Mehr Sicherheit entsteht nur, wenn die Bildübertragung auch direkt überwacht werden und so ein schnelleres Eingreifen der Polizei möglich wird. Aber auch da, wo eine Bildüberwachung nicht zu realisieren ist, können mittels Videoaufzeichnungen Täter nachträglich identifiziert und ihre Handlungen beweissicher dokumentiert werden. In Kauf nehmen muss man allerdings, dass durch die Videoüberwachung ein Verdrängungseffekt entstehen kann, also eine Verlagerung der Kriminalität an andere Orte. Hier ist es Aufgabe der Polizei, durch entsprechende Kontrollmaßnahmen dem entgegenzuwirken. Die AfD-Fraktion jedenfalls unterstützt Maßnahmen, die zu mehr Sicherheit und einem erhöhten Sicherheitsgefühl für die Bürger führen. Entsprechend begrüßen wir die Videoüberwachung von Bereichen, in denen es vermehrt zu Straftaten kommt bzw. sich eine kriminelle Szene etabliert. Allerdings sagen wir genauso deutlich, zu einem Wildwuchs an Videoüberwachung darf es nicht kommen. Die Örtlichkeiten sind durch Gesetz und Rechtsvorschriften klar zu definieren und zu begrenzen. Außerdem wird Sicherheit nicht nur durch Kameras erzeugt, sondern auch durch eine Vielzahl von Maßnahmen, die die Städte und Gemeinden in eigener Zuständigkeit leisten können. Beispielhaft seien hier Beleuchtungs- und Baumaßnahmen genannt, die dunkle Räume und Ecken vermeiden. Meine Damen und Herren, es bleibt festzustellen, von einer grenzenlosen Videoüberwachung in Hessen wären wir auch unter Berücksichtigung von Bahn- und Flughäfen und Einkaufszentren noch weit entfernt. Und zum Schluss möchte ich noch die Eingangsfrage beantworten. Ja, die SPD übertreibt, aber nicht nur das. Offensichtlich nimmt die SPD lieber grenzenlos Straftaten in Kauf, als mittels örtlich begrenzter Videoüberwachung die Sicherheit der Bürger im Auge zu haben. Das Fazit kann deshalb nur lauten, die SPD selbst stellt ein Sicherheitsrisiko für unsere Bürger dar. Danke für die Aufmerksamkeit. Für die Fraktion der Linken hat jetzt der Abgeordnete Felstehausen das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren der demokratischen Parteien! Das vorgelegte Gesetz mit dem Namen Gesetz zur Änderung sicherheitsrechtlicher Vorschriften und zur Umorganisation der hessischen Bereitschaftspolizei kann wohl mit Recht als eines der schlechtesten Gesetze dieser Wahlperiode bezeichnet werden. Es ist tatsächlich eine einzige Bewerbung um den jährlich verliehenen Big Brother Award. Herr Minister Beuth, Sie hätten tatsächlich gut daran getan, nicht die Regierungsfraktionen dafür zu missbrauchen, ein Gesetz einzubringen, um sich an einer Regierungsanhörung, zu ersparen. Denn spätestens mit einer Regierungsanhörung wäre Ihnen klar geworden, dass weite Teile Ihres Gesetzes schlicht mit unserer Verfassung nicht vereinbar sind. So haben Sie, Herr Hahn, Herr Rudolph haben es deutlich gemacht, so haben Sie in der öffentlichen Landtagsanhörung das zu hören bekommen. Es ist tatsächlich, was wir dort gehört haben, eine einzige Blamage für einen Verfassungsminister. Aber Sie ziehen ein offensichtlich verfassungswidriges Gesetz nicht zurück, denn Sie wollen weiter mit dem gleichen Kopf gegen die gleiche Wand. Für die Fraktion der Linken kann ich heute schon ankündigen, kommen Sie nicht zur Einsicht, werden das die Gerichte klären müssen. Dies hat viele Gründe, und ich möchte es eben am Beispiel der grenzenlosen Videoüberwachung noch einmal erklären. Videoüberwachung soll also pauschal, ohne Anlass und ohne Prüfung an allen Einkaufszentren, Flughäfen, Personalbahnhöfen, Sportstätten und Packstationen in Hessen möglich sein. In den städtischen Gebieten liegen diese Bereiche derart nah beieinander,
dass eine fast lückenlose Überwachung möglich ist. Und das, meine Damen und Herren, ist ein ganz erheblicher Eingriff in die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger. Und das ist das, was uns dabei so empört. Bisher ist im öffentlichen Raum eine Videoüberwachung eben nur möglich, wenn es tatsächliche Anhaltspunkte für ein strafbares Verhalten gibt oder eine Gefahr vorliegt. Nach dem Gesetzesvorschlag der Regierungsfraktion wäre eine solche Prüfung nicht mehr erforderlich. Als Begründung wird genannt, dass diese Orte erfahrungsgemäß besondere Gefahrenpunkte darstellen würden. Welche Erfahrungen und wer sie gemacht hat, wird jedoch überhaupt gar nicht ausgeführt. Sie versuchen ja noch nicht einmal, einen eklatanten Grundrechtseingriff ordentlich zu begründen. Sie können auf Anfrage unserer Fraktion ja noch nicht einmal erklären, Herr Beuth, wie viele dieser Orte es überhaupt in Hessen gibt. Sie liefern weder eine Definition von dem Begriff Sportstätten, noch können Sie erklären, was Sie unter einem Einkaufszentrum verstehen. Ist es denn schon der Metzger, der Bäcker und die Schusterei am Dorfplatz, die Sie zum Einkaufszentrum erklären? Oder ist es vielleicht die Kegelbahn im Gasthaus zum Goldenen Hirschen, den Sie als Sportstätte bezeichnen? All das lassen Sie doch völlig offen. Aber am eklatantesten sind die Aussagen der Sachverständigen aus der Anhörung. Es gibt schlicht und ergreifend keinen Beweis dafür, dass eine grenzenlose Videoüberwachung überhaupt Kriminalität verhindert. Sicherlich, Videoüberwachung kann bei der Aufklärung von Straftaten hilfreich sein. Aber was wir wollen, ist eben eine Verhinderung der Straftaten an sich. Und gerade hier in Wiesbaden haben wir doch feststellen müssen, dass Videoüberwachung zu einer Verlagerung der Kriminalitätsschwerpunkte und nicht zu einer Reduzierung der Kriminalität führt. Videoüberwachung wird von Ihnen, meine Damen und Herren der CDU, ja gern als Heilmittel gepriesen gegen Gewalt und Straßenkriminalität, gegen Vandalismus und Graffiti. Straftaten wolle man verhindern, und Sie gehen davon aus, wer gefilmt würde, der begehe keine Straftaten mehr. Das versprechen Sie uns immer wieder. Aber die Sachverständigen haben genau etwas anderes uns in der Anhörung berichtet. Es gibt, ich wiederhole das, was die Sachverständigen sagten, es gibt keinen wissenschaftlich evidenten Beweis dafür, dass mit Videoüberwachung die Straftaten abnehmen. In Hessen ist schon jetzt eine umfangreiche Videoüberwachung möglich, und trotzdem haben wir eben diese genannten Straftaten. Sie verdrängen die Kriminalität, anstatt sich den Ursachen zu verwenden. Sie verbannen die Polizei vor Monitore, anstatt sie vor Ort helfen zu lassen, meine Damen und Herren. Und da kann ich nur sagen, dieses Konzept von Sicherheit wird niemals die Zustimmung der Linken erhalten. Als Letztes. Es ist schon gesagt worden, aber ich möchte es einfach noch einmal hier in den Raum stellen. Benjamin Franklin, wer Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. Meine Damen und Herren, wir sollten noch einmal darüber nachdenken. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Felstehausen. Für die Fraktion der CDU hat jetzt der Abg. Bauer das Wort. Meine sehr verehrten Damen und Herren, immer wieder geht es bei solchen Debatten um die Balance, die ja auch hier angesprochen worden ist, von Freiheit und Sicherheit. Und ich darf für die CDU-Fraktion feststellen, dass wir seit vielen Jahren für mehr Sicherheit in Hessen sorgen und damit auch für mehr Freiheit der Menschensicherheit. Denn das ist ein Credo unserer Politik. Wir sorgen für Menschen, die in Hessen sicher und frei leben können. Und das ist Maßstab unserer Politik. Denn wir investieren, meine Damen und Herren, wir investieren seit Jahren schon Rekordsummen in moderne Polizeitechnik, in bestmögliche Schutzausstattung. Noch nie gab es mehr Polizei, nie gab es mehr Geld für Präventionsmaßnahmen, nie war die Aufklärung höher und die Straftaten geringer. Dieser Minister ist ein Sicherheitsminister und er ist auch ein Freiheitsminister, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, solche Zustände gab es noch nie. Noch nie. Und der letzte Innenminister hat bei einer Präsentation seiner PKS sich feiern lassen, hier im Hessischen Landtag am 18. Februar 1998. Und ich darf ihn mal zitieren. Halten wir also fest, ich wiederhole es, damit auch die Kolleginnen und Kollegen der Opposition es in sich aufnehmen und vielleicht auch weitererzählen. In Hessen ist die Zahl der Straftaten, ich wiederhole es, um 7,5% zurückgegangen. Wir haben eine Aufklärungsquote wie seit 20 Jahren nicht mehr. Das sagt Bökel 97. Und was war der Zustand?
Aufklärungsquote 44,4%, heute 65,5%. Das ist der Unterschied von CDU-geführter Landespolitik. Und wie kommt es dazu, meine Damen und Herren? Es kommt deshalb dazu, weil wir mehr Polizei haben. Wir haben mehr Investitionen, und wir haben auch den richtigen rechtlichen Rahmen dafür, dass die Polizei gute Arbeit machen kann. Und da komme ich genau zum Punkt. Wir brauchen gute gesetzliche Rahmenbedingungen, damit die Polizei erfolgreich arbeiten kann. Und ich darf feststellen, die Polizei arbeitet erfolgreich. Und jede polizeiliche Maßnahme, meine Damen und Herren, muss ja dem Grundsatz folgen der Verhältnismäßigkeit. Jede staatliche Maßnahme muss entsprechend geeignet, erforderlich und auch verhältnismäßig sein. Und wenn hier der Popanz aufgebaut wird, wir würden in einem Überwachungsstaat leben, dann haben die Kollegen ja schon deutlich gemacht, wir haben in Hessen in rund 20 Städten rund 300 Kameras. Rund 300 Kameras. Allein im nicht regierten Berlin, ja, was weitaus größer ist, keine Frage, sind 22.000 Kameras installiert unter einer rot-rot-grünen Senatsregierung. Von London gar nicht zu sprechen. Es ist ein Popanz, wenn Sie hier vom Überwachungsstaat sprechen, und als würde Innenminister Peter Beuth selbst auf die Leiter steigen und jede Kamera aufbauen, meine Damen und Herren. Sie wissen selbst, Videoüberwachung hat verschiedenste Funktionen. Es ist kein Allheilmittel, das sage auch ich. Aber Fachleute, von denen heute hier wenig gesprochen haben, wissen, dass der Einsatz von Videosicherheitstechnik ein Instrument ist für Sicherheitsbehörden, das wir stärken und auch effizient nutzen wollen. Die Ziele sind eindeutig. Sie dienen dem Schutz der Bevölkerung vor Straftaten, der Abschreckung potenzieller Täter, der Reduzierung des Strafaufkommens, der Stärkung des Sicherheitsgefühls, der Unterstützung der Strafverfolgung, einer schnelleren und gezielten Reaktion der Polizei, der Identifizierung von Tatverdächtigen und auch der Beweisführung im Ermittlungsverfahren. Die Kameras werden nicht irgendwo anmontiert, sondern sie werden an Kriminalitätsschwerpunkten installiert, an öffentlichen Plätzen, an Bahnhöfen. Und es gibt Kriterien für die Auswahl. Es sind Kriminalitätsschwerpunkte, ja, weil Sie keine Ahnung haben. Ich will Ihnen mal ein Beispiel geben. Hier, Kriminelle, die Packstationen missbrauchen. Wann waren Sie zum letzten Mal bei der Polizei? Reden Sie mal mit dem Beamten, was passiert. Ich erzähle Ihnen Folgendes. Die Packstationen der Deutschen Post sind beliebt, auch bei kriminellen Drogendealern und Hehlern aus dem Darknet. Denn die nutzen diese Packstationen. Hören Sie doch mal zu, das sind Fachleute, die hier sprechen. Ich darf zitieren. Die gelben Kästen locken neue, ungeliebte Kunden an. Drogendealer. Bisschen mehr Ruhe, damit wir dem Redner auch zuhören können. Die gelben Kästen locken neue, ungebetene Kunden an. Drogendealer, wie beispielsweise hier wird eine Person genannt, vertreiben über sie ihren Stoff. Hehler missbrauchen das System als Umschlagort. Das fand der japanische Sicherheitsberater in einer Studie über kriminelle Teile des Internets, des sogenannten Darknets, heraus. Denn es ist ein beliebter Ort des Warenaustauschs, weil beide Seiten anonym bleiben. Nämlich der Verkäufer kann anonym bleiben und der Bezieher der Ware kann anonym bleiben. Und wenn Sie das ignorieren, meine Damen und Herren, dann ignorieren Sie ein großes Sicherheitsproblem, was auch in Hessen existiert. Und wir wollen dieses Problem bekämpfen. Und das versetzen wir jedes Instrument ein, was wir dafür auch rechtlich absichern können, meine Damen und Herren. Und natürlich wägen wir ab. Jede polizeiliche Maßnahme muss abgewogen werden. Und im Gesetz steht doch jetzt schon drin, dass abgewogen werden muss, ob es geeignete Orte sind, dass die Orte auch gekennzeichnet werden müssen. Und jede Maßnahme wird doch jetzt schon alle zwei Jahre dahingehend überprüft, ob die Voraussetzungen für ihren Betrieb auch weiterhin vorliegen. Dieser Satz gilt doch nach wie vor. Dieser Satz gilt nach wie vor. Also von daher machen Sie hier eine Nummer, die wirklich der Sache nicht dienlich ist. Denn unsere Polizei hat doch Folgendes verdient. Sie braucht einen Instrumentenkoffer, um erfolgreich zu arbeiten. Dass sie erfolgreich arbeitet. Natürlich rechtsstaatlich. Wollen Sie sagen, dass unsere Polizei nicht rechtsstaatlich arbeitet? Die Polizei ist erfolgreich, und wir wollen dieses Gesetz auch entsprechend anpassen und modernisieren. Wir brauchen einen modernen Handlungsrahmen für unsere Polizei. Und deshalb sage ich zum Abschluss, wir wollen keine grenzenlose Videoüberwachung in Hessen. Keine Frage. Wir wollen auf jeden Fall mehr Sicherheit in Hessen. Denn wir wollen eins gewährleisten, dass die Menschen in Hessen wie bisher auch weiterhin in Freiheit und in Sicherheit leben können. Und dafür trägt die CDU Verantwortung. Und dieser Innenminister macht seinen Job auch entsprechend gut. Besten Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Bauer. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat jetzt die Abgeordnete Goldbach das Wort. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, verehrte Kolleginnen und Kollegen, zur Aktuellen Stunde der SPD möchte ich drei Dinge ansprechen. Einmal, worum geht es? Zweitens, Verfahrensstand? Und drittens, politische Einordnung. Erstens, worum geht es?
Die Regierungsfraktionen haben umfangreiche Änderungen zu den hessischen Sicherheitsgesetzen eingebracht. Im hessischen Polizeigesetz, dem HSOG, über das wir jetzt heute sprechen, haben wir 32 Änderungen eingebracht. Eine davon ist eine eigenständige Rechtsgrundlage für die Videoüberwachung an besonderen Gefahrenpunkten. Zweitens, Verfahrensstand. Wir hatten hier im Plenum die erste Lesung, und wir haben eine Anhörung beschlossen und durchgeführt. Um das einmal ganz klar zu sagen, wir hören Sachverständige, weil wir ihre Expertise brauchen, und wir nehmen auch ihre Anregungen auf. Ich möchte jetzt einmal, auch um das klarzustellen, Prof. Dr. Roßnagel zitieren, seine ersten Sätze zu Beginn der Anhörung zu dem gesamten Gesetzespaket aus dem schriftlichen Protokoll der öffentlichen Anhörung. Ich zitiere. Die Novellen des HSOG und des HVSG, das Verfassungsschutzgesetz, sind grundsätzlich zu begrüßen. Sie setzen viele notwendige Klarstellungen und Einschränkungen um, die das Bundesverfassungsgericht gefordert hat oder die sich aus verfassungsrechtlichen Vorgaben ergeben. Sie berücksichtigen auch Vorschläge, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, also die Hessische Datenschutzbehörde. Soweit die allgemeine positive Vorbemerkung. Zu der Videoüberwachung haben die Anzuhörenden Kritik geäußert, und diese Kritik nehmen wir sehr ernst. Aber erst einmal etwas Grundsätzliches im Polizeirecht. Kollege Alexander Bauer hat es auch schon angesprochen. Für alle grundrechtseinschränkenden Maßnahmen gilt immer der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, § 4 HSOG Absatz 3. Eine Maßnahme ist nur so lange zulässig, bis ihr Zweck erreicht ist oder sich gezeigt hat, dass der Zweck nicht erreicht werden kann. Das schließt dauerhaft installierte massenhafte Videoanlagen schon einmal aus. Für alle Videoüberwachungsanlagen gilt außerdem § 14 Absatz 3 Satz 2. Fest installierte Anlagen sind alle zwei Jahre daraufhin zu überprüfen, ob die Voraussetzungen für ihren Betrieb weiterhin vorliegen. Das heißt, die Vermutung einer Kriminalitätsbelastung ist auch widerlegbar. Wir werden uns diese Regelung noch einmal vornehmen und hinsichtlich der Verhältnismäßigkeit, die ich eben beschrieben habe, des Grundrechtseingriffs überprüfen. Dazu brauchen wir im Übrigen keinen krawalligen Auftritt der SPD, sondern wir nehmen die Anzuhörenden ernst und ihre Anliegen auf. Apropos Verhältnismäßigkeit, Herr Kollege Rudolph, lassen Sie doch einmal die Kirche im Dorf. Die erweiterte Befugnis zur Videoüberwachung heißt nicht, dass zukünftig an allen hessischen Bahnhöfen, Sportstätten oder Packstationen Kameras installiert werden oder werden dürfen. Die Formulierung, wonach diese Örtlichkeiten als gefahrenträchtig gelten, hat indizielle Wirkung und erleichtert den Einsatz des Mittels. Die gesetzliche Vermutung, dass es an Bahnhöfen und Einkaufszentren organisierten Diebstahl gibt, dass Sportspätstätten gewaltbereite Gruppen anziehen, dass Packstationen Umschlagplätze für Drogen und Waffen sein können, ist aber im Einzelfall widerleglich, Herr Kollege Felstehausen. Dies muss bei der Ermessensentscheidung, es handelt sich um eine Kann-Vorschrift, im Einzelfall auch berücksichtigt werden. Und weil bei der stationären Videoüberwachung typischerweise die Polizei eine Anlage der Kommune nutzt, sind nämlich immer zwei Behörden notwendig, nämlich die kommunale Gefahrenabwehrbehörde und die staatliche Vollzugspolizei. Ich möchte jetzt einmal ein konkretes Beispiel nennen. Gestern wurden in meiner Heimatgemeinde Lauterbach am Sportplatz, der der Gemeinde gehört, sämtliche Sportgeräte gehören unserem Turnverein, dem ich auch angehöre, wurden die Sprungmatten abgefackelt. Es ist vermutlich Brandstiftung, sagt die Feuerwehr. So, wenn das jetzt häufiger vorkommt, diese Sachbeschädigung, und das sind immense Werte, und das wird aus Vereinsvermögen finanziert, dann kann die Kommune den Antrag stellen, Video zu überwachen. Das wird das Parlament am Ende dort entscheiden. Und dann kann sie das in Zusammenarbeit mit der Polizei machen, um zu verhindern, einmal, dass zukünftig die Sportgeräte wieder abgefackelt werden oder auch, dass das eine abschreckende Wirkung hat. Das alles kann die Gemeinde tun, wenn sie es für notwendig hält. Das mal als konkretes Beispiel, was wir dabei im Blick hatten. Das ist
Zu drei, politische Einordnung, Herr Kollege Rudolph. Und noch was, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Die SPD Frau war Abgeordnete im Goldbach, drei zweimal, darf aber nicht mehr so lange dauern. Das stimmt. Zweimal an der Verabschiedung eines Gesetzes über die Vorratsdatenspeicherung beteiligt, nämlich 2007 und 2015. Und zweimal haben die Gerichte, nämlich einmal Bundesverfassungsgericht 2010 und gerade der Europäische Gerichtshof in Luxemburg, die von der SPD mitbeschlossene Regelung über die Vorratsdatenspeicherung kassiert. Also machen Sie mal halblang Ihre Rede von informationeller Selbstbestimmung. Die SPD wollte immer, dass sämtliche Telefonverbindungsdaten der Bürgerinnen und Bürger anlasslos gespeichert werden. Wer hat mit wem, wie oft und wie lange telefoniert, das wollten Sie anlasslos speichern. Das ist Ihre informationelle Selbstbestimmung. Ich danke Ihnen. Frau Abgeordnete Goldbach, vielen Dank. Für die Landesregierung hat jetzt der Staatsminister Beuth das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, eine unterhaltsame Debatte der Opposition. Sie ging allerdings weitestgehend an der Wirklichkeit, weitestgehend am Recht, an dem Geltenden und an dem Geplanten und weitestgehend an den sicherheitspolitischen Erfordernissen vorbei. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die SPD spielt sich bei der Frage Videosicherheitstechnik, lieber Kollege Rudolph, ja selbst schwindelig. Während der Anhörung im Hessischen Landtag hat die SPD oder haben die Jusos auf dem Marktplatz gegen die Videosicherheitstechnik demonstriert. 8 Tage vorher haben die Jusos aus Anlass eines tätlichen Angriffs auf 2 Personen in Frankfurt Videoüberwachung in Frankfurt gefordert, während dort die SPD im Römer seit sage und schreibe 5 Jahren mitverhindert, dass wichtige Videosicherheitstechnik in Frankfurt aufgebaut wird. Und im Zusammenhang mit der Clankriminalität hat Frau Bundesinnenministerin Faeser noch im Mai und ich meine auch gestern das Thema Polizeipräsenz und Videoüberwachung entsprechend gefordert. Und das ist jetzt nicht die ferne Bundesregierung, Herr Kollege Rudolph. Die Bundesinnenministerin ist die Landesvorsitzende der Sozialdemokraten hier in Hessen, die angeblich ja auch ihr Herz hier hat, meine Damen und Herren. Also was gilt denn jetzt bei der SPD? Das, was Sie hier vortragen, was die Jusos vortragen, was Frau Faeser vorträgt? Nein. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe gesagt, es ging weitestgehend am Rechtsrahmen vorbei. Sie kennen ihn eigentlich, der § 14 Absatz 3 und die Voraussetzungen, die dort für polizeiliche Videosicherheitstechnik entsprechend beschrieben sind. Und, meine Damen und Herren, der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gilt im alten Recht und auch im neuen Recht. Ich kann nichts dafür, wenn der hessische Datenschutzbeauftragte und Herr Prof. Ogorek das zwar sozusagen kritisieren, aber an dieser Stelle eben entweder übersehen haben oder nicht gesehen haben. Ob die Videoüberwachung letztlich verhältnismäßig ist, muss weiterhin im alten wie im neuen Recht im Einzelfall überprüft werden. Also von anlassloser Videoüberwachung im ganzen Land schon gar nicht durch mich, kann keine Rede sein, meine Damen und Herren. Kann keine Rede sein. Und es ist nicht der Witz des Tages, lieber Kollege Dr. Hahn, sondern es sind tatsächlich ernsthafte Probleme. Und zwar das Thema Packstation ist hier bereits angesprochen worden. Wir haben in Marburg das Briefermittlungszentrum. Dort werden inkriminierte Gegenstände, Waffen, Rauschgift oder Falschgeld sehr oft über Packstationen versandt. Und deswegen sind das Orte, die im Einzelfall verhältnismäßig überwacht werden können, im Einzelfall verhältnismäßig mit Videosicherheitstechnik überwacht werden können. Und, meine Damen und Herren, wenn es tatsächlich sozusagen dort Tatgelegenheiten gibt und besondere Orte gibt, die wir identifizieren können, dann finde ich, dann müssen wir auch eben die Technik nutzen, um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger bestmöglich zu gewährleisten. Potenzielle Täterinnen und Täter können durch den präventiven Charakter der Videoüberwachung an solchen Örtlichkeiten von ihrer Tat abgehalten werden. Deliktszahlen können reduziert werden, die Aufklärungsquote gleichzeitig verbessert werden. Eine unmittelbare Steigerung des Sicherheitsempfindens der Bürgerinnen und Bürger ist die Folge. Und genau darauf kommt es an.
Wie man in dem Kontext von grenzenloser Videoüberwachung sprechen kann, bleibt das Geheimnis der SPD. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Beuth. Mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit sind wir am Ende der Aktuellen Stunde der SPD mit der Drucksache 20/9187 angekommen, und diese wurde abgehalten.